So, hier die Gnome sind ja leider gerade aushäusig. Habe ich die Wölfe damals eigentlich auch alle weggeschmatzt hier? Weiß ich gerade gar nicht mehr. Oder sind die noch da, die kleinen Ungeheuer? Er ist noch da auf jeden Fall, unser Brontosaurus. Den können wir zwar auch wegklatschen, aber ich weiß noch nicht, ob wir das jetzt schon machen sollten. Da sollten wir vielleicht noch ein bisschen Stärke sammeln, damit wir uns da easy durchschnetzeln können. Das alte Ladebildschirm-Dilemma. Bin mal gespannt, was in den Kommentaren da so steht, was ihr da so von haltet. Hey, Jasmin, du funky Lady! Oh. Ah, huch, da war die Frames gerade weg. Guck mal, rohes Fleisch. Ich hab hier was für dich. Ja, bist ein feiner Junge. Er mag dich. Und jetzt? Damit Rufo die Fährte aufnehmen kann, brauchst du etwas, was dem Druiden gehört. Nimm ein Kleidungsstück von Eldrick und halte es Rufo unter die Nase. Dann musst du ihm nur noch folgen. Gut, das machen wir und dann speichere ich aber vorher mal. Hier speichern, jawohl. Rufo, such! Rufo, such! Brav! Feiner kleiner Kleffermann! Zeig mal, was der Kleffer kann! Ich folge deiner Fährte dann! Und dann ist wahrscheinlich Eldrick dran oder so. So, gut, dass wir den Weg hier schon freigeräumt haben. Ich hoffe, da kommt jetzt nichts, wo wir uns noch durchboxen müssen. Bitte nicht die Klippe hoch, 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 bitte nicht die Klippe hoch. Schlechte Idee. Ich erinnere mich, die Klippe hoch war doch ein sehr unangenehmer Zeitgenosse. Ah, okay. Ah, ja, das ist gut. Die Spur zurück zur Hütte, das ist okay. Ja. War ja klar. Die Druidenhütte. Weiter, Rufo, such! So, ja, das ist ein braver Rufo. Das ist ein braver Rufo. Lalalalalala. Wir folgen hier einfach mal ganz unauffällig. Ich halte mich hier mal beim Rufo am Schwanz, also am Schweif fest. Und lass mich mal mitzerren. Ach so, ja, ja? Ja, guter Wolf. Hm, komischer Ort. Hier ist es irgendwie unheimlich. Naja, dann such mal weiter, du kleiner Wolfenmann. Such weiter, Rufo. Huch. Drängel mich doch nicht ab. Wo geht's denn lang? Da unten. Bin sehr gespannt, wo uns diese Reise hinführen wird. Zurück zum Fluss, wie es aussieht. Und auch hier haben wir ja schon aufgeräumt, zum Glück. Außer die paar Motten da hinten. Huch. Ach, hier. Ich erinnere mich. Da haben wir doch was vom Dingens gefunden. Gut gemacht. Hast du was gefunden, Rufo? Ja, dann mal weiter. Weiter. Okay, das Dorf da haben wir auch ausgenommen. Die Motten da haben wir ausgelassen. Ich glaube, die können wir uns später auch nochmal schnappen, also gleich. Das kriegen wir momentan ja schon recht elegant hin. Huch. Was denn? Was ist denn los? Sag doch mal. Ach, okay, verstehe. Über den Fluss. Ach, schön ist es hier. Kann man sagen, was man will. Oh nein. Los, weiter. Oh nein, doch nicht dort drüben in die finstere Gasse, in die Türe hinein. Da kommen wir doch eh noch nicht durch. Verdammt. Ja, braver Wolf. Los, such weiter. Was ist los? Willst du nicht weiter? Ist Eldrick da drin? Dann muss ich wohl alleine weiter. Du kannst wieder nach Hause.
Tschüss, Rufo. Und danke nochmal, ne? Die Frage ist aber, wie kommen wir denn jetzt da rein? Also, wir müssen auf jeden Fall an Eldrick... Huch, was ist hier denn passiert mit den Texturen? Merkwürdig. Wir müssen auf jeden Fall irgendwie da rein und Eldrick finden, aber unsere Klinge wird da leider nichts ausrichten können. Haben wir hier irgendwas, was magische oder Blockaden, Schlösser, Blockaden aufhebt? Ich weiß es gar nicht, Magie. Schlösser öffnen mit Dietrichen. Das hier ist auf jeden Fall kein Schloss. Nautilus-Verwandlung, Lichtzauber, Illusion erschaffen, Witz erzählen, Telekinese, Levitation und die Eile. Vulkanfestung und Hafenstadt. Ich frage mich, wie wir da jetzt reinkommen, aber andererseits... Da hinten ist irgendwas. Ich habe da gerade was langstratzen sehen. Und da ist auch noch ein Schatten hinten an der Ecke. Da bewegt er sich, wenn ihr genau hinschaut. Auf Vollbild sieht man das. Aber egal, das bringt uns alles nichts. Das ist alles recht müßig, weil wir da momentan nicht reinkommen. Da muss ich mal ganz kurz in der Komplettlösung schauen. Nein! Also ehrlich nicht, mache ich nicht. Ne? Ich wollte euch nur mal foppen. Ich werde gleich zur Vulkanfestung dümpeln. Und werde mein Glück mal da versuchen oder von da aus... Na los! Und du kriegst auch nochmal aufs Brett. Das volle Paket. Tschüss! 1, 2, 3! So, dann rauben wir die mal aus, die guten hier. Ach, das geht jetzt so schön schnell mit dem Superschwert. Und das Wasser sieht so schön aus hier. Ich glaube, das habe ich schon mal gesagt, aber ich kriege hier echt Lust, einfach die Stiefel auszuziehen und die nackten Füße ins Wasser zu halten und hier ein bisschen durch den Wildbach zu warten. Einfach nur, weil es so schön aussieht. So, ansonsten haben wir hier alles mitgenommen und abgesäbelt, glaube ich. Das heißt, da hinten ist noch ein Camp. Hier ist noch ein kleines Pflänzchen. Mana, Pflanze. Und ich glaube, dann beame ich mich tatsächlich mal wieder zurück zur Festung, zur Vulkanfestung. Oder zur Hafenstadt. Ich glaube, ich mache mal zur Hafenstadt gerade, weil ich will mal was probieren. Etwas, was ihr übrigens in den Kommentaren geschrieben habt, was ich mal machen soll. Und das werde ich jetzt auch mal tun. Teleport, Hafenstadt. Teleportus Magicus. Ladebildschirmus. So, dann hier Ladebildschirm, den kennen wir ja, unser alter Freund. Das ging diesmal aber relativ schnell. Hey, mit deiner Scheißfrisur. Ich habe genügend eigene Sorgen. Ja, deine Frisur zum Beispiel. Okay, ich will aber hier in der Hafenstadt nicht großartig irgendwas machen. Habe ich der Frau eigentlich schon Bescheid gesagt wegen dem dritten Sohn? Das weiß ich gar nicht mehr. Wie gesagt, paar Monate her, also frage ich doch gleich mal nach. Aber ich glaube, wir haben schon alles gemacht. Gibt es was Besonderes? Dafür muss deine Kuh sterben. Tut mir leid, aber... Naja. Nein. Warum schleichst du? Weil ich es kann. So, ich wollte eigentlich raus. Das heißt, ich gehe mal gleich hier raus. Das müsste jetzt eigentlich gehen. Raus. Komm, lass mich durch. Ich bin im Auftrag des Inquisitors unterwegs. Sicher. Ich dachte schon, das war ironisch gemeint. Ich wollte dem gerade schon das Schwert durch den Hals stecken. Aber Gott sei Dank... So, braucht hier noch jemand einen aufs Maul, liebe Novizen? Na, offenbar ja nicht mehr. Was fast ein bisschen schade ist. So, wo ich jetzt hin möchte, das ist übrigens das Schlumpfendorf. Ach ja, und wir müssen ja noch die restlichen Schatzkisten finden, fällt mir da ein. Aber ich glaube, die werden wir nicht in unseren bisherigen Gebieten finden, sondern da müssen wir wahrscheinlich wirklich erstmal eine Ostküste lang schlawenzeln. Die ich ja immer für die Westküste halte. So, ich gucke mal links und rechts, ob wir hier noch irgendwas mitnehmen können, ob wir hier noch irgendwas übersehen haben, ob wir da noch irgendwie mal aufs Maul hauen können, aber offenbar sind hier schon alle bedient. Ich freue mich, dass ich da so gründlich bin.
Weil wenn es nicht gerade um Brontosaurus oder Oger geht, dann gebe ich ja gern aufs Maul. Nein, also 100% wollte ich eigentlich sagen. Einfach nur, um die Gegenden leer zu räumen, um die Erfahrungspunkte mitzunehmen, um die Viecher zu looten. Und da hinten... Ach, da wollte ich ja auch noch was gucken. Ach Mensch, hier gibt es so viel zu tun. Wo kommt der denn her? Na, kiek mal einer an. Na, du kleiner Mann. Ach, das sind zwei. Hua! Dann machen wir noch unsere alte bewährte Strategie. Und zwar weglaufen. Nein, natürlich nicht. Wir stellen uns den Wölfen an der Brücke. So. So, ich muss jetzt, da ich kein Schild mehr habe, muss ich immer nach hinten ausweichen. Das hat aber ganz gut geklappt zum Glück. Und die schwarzen Wölfe sind Geschichte. Eine sehr kleine, unbedeutende Geschichte, die niemanden jemals wieder interessieren wird. Was aber wahrscheinlich auch daran liegt, dass Wölfe keine Geschichte schreiben. Also die können ja gar nicht schreiben, deswegen haben die ja auch keine Geschichte zu erzählen. Wäre mal interessant, wenn Wölfe Bücher schreiben, was da wohl so drin steht. Grrr, grrr, Fleisch, Fetzen, grrr, grrr, Blut. Das ist total lustig. Ich glaube, den Witz muss ich noch weiter ausbauen. So, jetzt auf jeden Fall zurück ins Schlumpfendorf. Und da wollen wir uns mal... Ne, das wurde ja angemerkt in den Kommentaren. Da gehe ich ja natürlich gerne drauf ein. Das möchte ich auch gerne probieren. Wir wollen uns im Schlumpfendorf gleich mal der Levitation hingeben. Also hier hinten auf der, nicht im Dorf, sondern da hinten halt auf dem Balkon. Allerdings muss ich ehrlich gestehen, ich habe gar keine Ahnung, was uns da erwartet. So, da hinten war das. Machen wir doch mal diesen ganz kleinen Ausflug. War das nicht hier? Ach, und dann kommen wir da rüber und da ist noch eine Motte. Okay. Ist natürlich eine tolle Idee, weil wenn wir uns hier aufs Maul legen... Erinnert mich so ein bisschen an Indiana Jones. Mit der Prüfung des Glaubens oder was das da war. Des Vertrauens, des Glaubens. Levitation. Ich bin der Guru Sham Oshat. Wow. So, was willst du? Halt mal die Backen flach, mein Freund. Alter Falter, du kriegst ja gleich... Ja! So! Den Zwiespalt direkt in den Kopf getrieben. Und was finden wir hier? Natürlich ein paar Beeren und Kräuter. Das ist ja ganz allerliebst. Oh! Ein Ring. Eine Wichtelkappe. Ein edles Schwert. Goldmünzen. Ein kleines Smaragd, alter Schwede, was hier nicht alles liegt. Mittlere magische Heilung. Noch mehr Goldmünzen. A very secret place, würde ich mal sagen. Und natürlich wie eh und je... Ein Grab. Genau. Was ist denn das? Wo sind wir denn da unten? So, ich wollte gerade Leertaste drücken, weil ich ja die ganze Zeit die Adventures spiele, wollte ich gerade Leertaste drücken, um zu gucken, ob man hier noch irgendwas anklicken kann, was natürlich total sinnvoll ist. Tja, dann haben wir das eigentlich, dann müssen wir jetzt wieder zurücklevitieren, was übrigens richtig scheiße wäre, wenn man hier nur eine Schriftrolle hätte. Ach, schon cool. Sieht schon geil aus, ach Mensch. So, vielleicht kann ich ja runterspringen und wir überleben das, aber wahrscheinlich... Ich glaube, ich nutze mal lieber... Zum Glück haben wir noch eine Schriftrolle davon oder zwei. Hahaha!